Dann beginnen wir. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinarabend. Nach langer Pause machen wir heute endlich mal wieder ein Webinar. Es haben mich tatsächlich auch schon ganz viele Leute gefragt, wann geht es denn endlich weiter? Es war natürlich Sommerpause, die machen wir ja immer lang. Im Sommer gehen wir im Biergarten oder zu anderen Dingen, aber nicht ins Webinar. Jedenfalls von meinem Büro aus nicht. Und dann war natürlich die Landtagswahl und die Neukonstituierung und um Weihnachten war es irgendwie auch nicht ideal. Und dann war noch LDK und was weiß ich, was alles. Und jetzt endlich starten wir wieder mit unserem beliebten, bewährten Webinarprogramm. Ich freue mich sehr, dass wir auch wieder 80 Anmeldungen rund haben. Wie immer sind natürlich nicht alle hier dabei. Das heißt, wenn ihr die kleinere Zahl seht, nicht wundern, ich schummel hier nicht, sondern es ist so, dass sich manche gezielt anmelden, weil sie wissen, dass wir danach eben diese Veranstaltung auch, also dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen und sie danach auch allen Angemeldeten zur Verfügung stellen, gegebenenfalls auch mit Präsentationen oder Ähnlichem und sie auch danach auf YouTube bereithalten zum Nachschauen. Und deswegen melden sich viele an und wenn ich mir die Liste der Angemeldeten durchschaue, dann begrüße ich im virtuellen Raum ganz, ganz viele Leute aus unterschiedlichen ja, Organisationen, auch der Verkehrsszene, erstmal das Auditorium und dann die Referierenden des heutigen Abends. Ich begrüße VertreterInnen vom Bund Naturschutz, vom Verkehrsclub Deutschland, von MOFAIR, vom Netzwerk Güterbahnen, von den Stadtwerken München, auch von der Ludwig-Maximilians-Universität. Frau Professor Rau ist hier. Dann von der Landesarbeitsgemeinschaft der Grünen Verkehr Niklas Dehne, vom MVV der Geschäftsführer Bernd Rosenbusch und bestimmt habe ich noch ganz viele übersehen und manche haben sie vielleicht auch ganz kurzfristig angemeldet, die habe ich dann auch noch nicht in der Liste gesehen gehabt. So, und damit wir schnell zum Thema des heutigen Abends kommen, nämlich der europäischen Verkehrspolitik, aktuell natürlich. Und nicht zufällig jetzt im Vorfeld der Europawahl, also mitten im Europawahlkampf, auch wenn wir als grüne Abgeordnete und Büros und Fraktion natürlich keinen Wahlkampf machen, aber wir engagieren uns natürlich sehr wohl in Verkehrsthemen, die auch mit Europa zu tun haben. Und deswegen bieten wir heute eine Bühne und ein Diskussionsforum, zu dem wir sehr, sehr herzlich die verkehrspolitische Europaabgeordnete der deutschen Grünen, nämlich Anna Depané-Grünenberg, begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Anna, in dieser Runde mal wieder. Freut mich Guten sehr, dass du da Abend. bist. Guten Abend. Und dann natürlich auch die beiden bayerischen Kandidaten der Europawahlliste, Andi Wörle und Max Retzer. Herzlich willkommen auch an euch. Genau, so, da sind wir eine Hallo schöne in die Runde. Runde. Servus, dann sind wir eine schöne Runde. Wir machen wie immer 60 Minuten. Wir kriegen für die 60 Minuten wenig Protest. Manche Leute sagen, das ist blöd, weil es so kompakt ist und so schnell vorbei ist und nicht alle Fragen diskutiert werden können. Wir kriegen aber auch sehr viel, weit überwiegend positive Rückmeldung, dass das sehr, sehr gut ist mit 60 Minuten, weil es keine dieser nicht enden wollenden Veranstaltungen sind, wo alle co-referieren, sondern kurz und kompakt ist das Ganze. So, deswegen bleiben wir noch, obwohl wir das immer wieder mal diskutieren, bei 60 Minuten. Wir haben hier heute ein neues Tool in Verwendung, nämlich Zoom, das ihr alle wahrscheinlich kennt. Bisher hatten wir GoToWebinar, da hat aber meine Fraktion das gewechselt. Und wir haben jetzt Zoom. Das hat leider etwas andere Möglichkeiten, Fragen einzubringen. Das heißt, wenn ihr euch während und Ihnen während den Vorträgen zunächst von Anna Depané-Grünenberg, dann von Andi Wörle und schließlich von Max Retzer Fragen, Rückfragen, Beiträge einfallen, schreibt die bitte an mich in den Chat. Also man kann im Chat auswählen, wem man schreiben will. Und das schickt er bitte mir an den Büchler. Und ich werde nachher moderieren. Wenn landespolitische Fragen dabei sein sollten, werde ich die als Abgeordneter und verkehrspolitischer Sprecher im Bayerischen Landtag gerne beantworten. Aber um das geht es heute primär nicht, sondern es geht uns darum zu hören, was tut sich auf europäischer Ebene. Was wollen wir Grünen in der europäischen Verkehrspolitik erreichen? Was sind unsere Ziele? Und es ist auch für mich, für meine Arbeit im Bayerischen Landtag sehr, sehr wichtig, das genau zu kennen, zu beobachten, rückzukoppeln. Und deswegen machen wir heute diese Veranstaltung auch im Vorlauf der Europawahl. So, genug der Vorrede. Anna, du hast die Bühne frei für dich. Ja, danke schön, Markus, für die schöne Einführung. Hallo, zusammen, guten Abend. Schön,
dass Sie und alle hier Interessierte zugeschaltet haben. Vielleicht noch mal ganz, ganz grob, in welchem Kontext wir uns gerade bewegen, europäisch. Wir kommen ja gerade zurück aus einer Plenarsitzung, die vorletzte dieser Legislaturperiode. Wir haben quasi noch einmal ein Plenum im April und dann ist es quasi soweit. Das heißt, der Wahlkampf und auch die Polarisierung, ja, werfen ihre Schatten. Das merkt man wirklich. Die Arbeit hat sich sehr verändert in den letzten Monaten. Die jeweiligen Kandidaten, Kandidatinnen, muss man ja sagen, und auch natürlich von unseren Konservativen, die Ursula von der Leyen will ja nochmal Kommissionspräsidentin werden, merkt man, suchen sich oder suchen wieder ihre festgefahrenen Heimaten. Und wenn natürlich jeder in seiner Heimat wieder sich ganz festgefahren wird, dann sind wenig Möglichkeiten, tatsächlich gute Kompromisse und voranzukommen. Man muss es sagen, auch überschattet von den großen Krisen, die uns gerade heimsuchen, sind die tatsächlichen Entscheidungsfindungen gerade faktisch für Europa eher auf rückwärts gewandt, wie wir als Grüne und Progressive insgesamt finden. Aber erstmal möchte ich einen kleinen Rückblick über die Sachen, die wir diese Woche eben tatsächlich in Straßburg entschieden haben und dann ein bisschen ausladen quasi auf das, was wir in den letzten 4,5 Jahren eben geschafft haben oder was wir noch versucht haben zu schaffen und was wir natürlich auch noch vorhaben. Also diese Woche war total spannend. Im Europaparlament gab es ganz, ganz viel Verkehr tatsächlich. Gestern hat ja auch Schlagzeilen gemacht, Euro 7. Es wurde meines Erachtens verwässert bis zum geht nicht mehr. Wir sind als Grüne gestartet in diesem Green Deal und natürlich war die bessere Luftqualität für unsere Lunge, unsere Kinder und überhaupt ein ganz, ganz großes Ziel, nicht nur von uns, sondern von vielen, vielen Akteuren. Wir haben uns gefreut, dass bei Euro 7 tatsächlich auch der Reifenabrieb zum ersten Mal drin ist und nicht nur das, was so aus dem Auspuff kommt oder nicht. Und das ist eines der wenigen positiven Sachen, die drin geblieben ist. Reifenabrieb, wissen wir ja alle, ist quasi bei, egal welcher Antrieb, ob Diesel, Benzin, Wasserstoff vielleicht eines Tages oder eben auch Elektro oder Hybrid, ist einfach auch schädlich für die Lunge. Ist es gut, dass wir es im neuen Euro 7 drin haben. Aber was die NOx angeht, also die Partikel, die feinen Partikel, die uns schädigen, ist Euro 7 weit unter dem, was die Kommission, das jetzt auch jetzt kein Umweltverband ist, vorgeschlagen hat. Und noch dazu ist die Einführung von Euro 7 viel später jetzt geplant als ursprünglich 25. Das heißt, wir haben leider eher da ein Greenwashing, weil man denkt, eine neue Norm, da schöpft man das aus, was die Automobilindustrie gerade kann, um die Menschen zu schützen. Und wir haben gesehen, der konservative Rollback und die Geschenke an die Industrie, wohlgemerkt, viele Automobilunternehmen waren sehr erstaunt, wie schwach jetzt diese Norm tatsächlich ausgefallen ist, weil sie hatten eigentlich schon mit viel mehr geplant und haben eigentlich auch in ihren Kosten und Mitarbeiter geplant. Also wir haben da tatsächlich wirklich gute Verbesserungen für die nächsten Jahre verpasst. Und wir wissen ja, wenn der Verbrenner aus 35 kommt, die letzten Autos werden mit Verbrenner bis 34 verkauft und die sind dann noch 10, 20 Jahre auf unseren Straßen. Und jetzt haben wir eben statt ein kräftiges und gutes Euro 7, haben wir vielleicht ein kleines Euro 6 plus, aber mehr ist nicht erreicht worden. Da waren wir sehr enttäuscht. Was wir aber gut hinbekommen haben diese Woche, ist tatsächlich eine neue Verordnung zu Erhöhung der Kapazität auf der Schiene. Da haben wir tatsächlich einiges erreicht mit effizienteren Trassenzuteilungen bei der Bahn und auch bessere Bedingungen in Grenzregionen und für den Güterverkehr. Also insgesamt haben wir da tatsächlich mal sagen, ein Regelwerk geschaffen, das unsere Erhöhung der Kapazität auf der Schiene etwas verbessern sollte. Am Dienstag war dann auch nochmal für uns sehr, sehr schwierig. Das war das Thema Gigaliner, also Weight and Dimension hieß das Gesetz. Und das geht ja tatsächlich darum, was will man grenzüberschreitend zulassen in Europa? Wie groß dürfen die LKWs sein? Und tatsächlich, jetzt werden wir mit der Parlamentsposition, die wir jetzt haben, es ist noch kein Trilogergebnis, also es ist auch noch kein Gesetz, aber das Parlament hat sich überraschenderweise jetzt doch ausgesprochen, nachdem es mehrmals vom Parlament weggeschubst worden ist, für richtig große Gigaliner. Und wir wissen ja auch, dass es dann sehr, sehr viel Infrastruktur mit sich bringen würde, wenn es wirklich europaweit käme und dass es dann auch eine richtig krasse Konkurrenz zu Güterverkehre auf der Schiene, wenn es dann noch dazu Geld mit sich zieht, weil man Kurven, Tunnels und Rastplätze
den großen neuen Gigaliner adaptieren müsste, dann könnte das tatsächlich sehr viel Geld in diese Richtung ziehen. Und das sehen wir tatsächlich natürlich sehr kritisch. Wir hatten auch noch das Thema im Februar zu Führerschein. Das war auch jetzt sehr viel in den Medien mit dieser Erneuerung von dem europäischen Führerschein. Was darf man wo? Man hat versucht, ein bisschen zu harmonisieren bei dieser Geschichte Gesundheitschecks. Alle 10, 15 Jahren oder für Ältere haben sich ja die Geister geschieden. Es war sehr emotional. Zum Schluss haben wir bei den Gesundheitscheck jetzt eigentlich eine nationale Zuständigkeit beschlossen. Das heißt, jetzt ist mal wieder unser Verkehrsministerium in der Ampel zuständig, zu schauen, wie wir da weiter, wie wir weitergehen. Also das sind quasi die allerletzten Entscheidungen, die getroffen werden. Und so habe ich ein bisschen den Rahmen gestellt, was uns da so beschäftigt. Natürlich grenzüberschreitend ist das Wichtigste, weil das ist ureuropäische Kompetenz, aber auch Normen, die eben unsere verschiedenen Verkehrsträger positiv oder negativ beeinflussen. Und insgesamt hatte ich mir auch für diese Legislaturperiode vier große Themen vorgenommen. Natürlich die Bahn, also Europa besser aufgleisen. Das war mein Motto. Ich habe dann begonnen mit 21. Da konnten wir als Grüne durchsetzen, dass wir ein europäisches Jahr der Schiene haben. Dann ist ja auch dieser europäische Zug durch alle Länder Europas gefahren und wir haben ein bisschen aufgezeigt, die Potenziale, aber auch die Schwierigkeiten des grenzüberschreitenden Verkehrs. Wir wollen natürlich mehr investieren in das europäische Bahnnetz und wir wollen ja auch das, was jetzt Deutschland tatsächlich auch geschafft hat, zumindest in einigen Schritten, dass die Straße die Schiene finanziert in Zukunft. Und natürlich auch mein Lieblingsprojekt mit den Nachtzügen, dass wir die Bedingungen schaffen, dass wir auch Nachtzüge zwischen den großen Städten Europas haben und dass wir eben statt kurze Distanzen fliegen, die Menschen zum Liegen sozusagen in unsere Nachtzüge bringen können. Was für uns eben sehr wichtig war, das habe ich ja auch angedeutet, ist die Antriebswende, volle Kraft fürs Klima. Ich darf es hier in dieser Runde nochmal erinnern, dass die Verkehre, Güter- oder Personenverkehre nach wie vor der größte CO2-Treiber in Europa sind. Und natürlich ist die Antriebswende nicht das Ende der Fahnenstange, aber doch ein großer Baustein. Und deswegen waren wir ja begeistert als Grüne, dass wir in der EU mit über entscheiden konnten, dass der Verbrenner aus 35 kommen soll. Und ihr wisst, da gibt es gewisse Kräfte, die immer wieder die Chimäre mit den E-Fuels uns vorgaukeln, dass das doch nochmal auch eine andere Möglichkeit wäre, den Verbrenner weiterhin zu führen, dass es doch genauso ökologisch wäre. Und da vergessen wir aber leider oft, dass auch nicht nur das Thema Antrieb, sondern auch eben Luftverschmutzung beim Thema E-Fuels gar nicht geregelt ist. Wir haben ganz konkret gearbeitet an den Ladesäulen, weil wir kennen ja das Problem mit Henne und Ei. Ich kaufe mir quasi kein E-Auto, wenn ich nicht sicher bin, dass ich in Urlaub fahren kann. Dann schellen die Verkaufszahlen nicht so hoch, dann bauen die Leute keine Ladesäulen und dieses Henne-und-Ei-Problem haben wir tatsächlich durchbrochen mit der sogenannten A4, also ist das auch eine Verordnung und ab 26 gelten an allen wichtigsten Verkehrsachsen alle 60 Kilometer mindestens eine Schnellladesäule für E-Autos und auch die Bedingungen dafür, dass man gut vergleichen kann, die Kilowattstunde und so weiter, haben wir dann quasi jetzt geregelt und das wird kommen, das ist ein großer Schritt. Wir wollen logischerweise als Grünen den Umweltschutz belohnen. Wir wollen die Verschmutzer, sei es Verkehr oder in der Luft oder Schifffahrt, tatsächlich den CO2 auch Preis zahlen lassen und idealerweise die Einnahmen tatsächlich den Zugang zu E-Bikes oder Carsharing einfach vereinfachen. Ein großes Thema war natürlich die regionale Verkehrswende, dass die Kommunen vor Ort aufsatteln können. Und als ehemalige Stadträtin weiß ich ja, der Verkehr prägt auch die Lebensqualität zu Hause und wir sollten alles machen, dass Fuß- und Radwege, gute Luft und natürlich auch ein gut funktionierendes, multimodales und nicht so teures öffentliches Verkehrsnetz für unsere Bürger und Bürgerinnen zur Verfügung steht. Und wir haben einiges da entscheiden können, zum Beispiel diese Punkte in unserem großen Netzwerk Europas, die haben so einen besonderen Namen. Das sind mittlerweile, glaube ich, 424 große Knotenpunkte. Die müssen alle jetzt eine Art Klimaschutz-Mobilitätsplan vorlegen. Und wenn sie es machen, dann gibt es eben auch Gelder von der EU, um Projekte zu fördern
um tatsächlich dann auch die Verkehrswende in den Kommunen voranzuschreiten. Das ist sehr neu, hat sich vorhin die EU nie rangetraut, weil es sehr logischerweise ja auch kommunale Hoheit ist. Aber da gibt es ja quasi einfach Fördergelder, wenn man so einen Klimaschutzplan macht. Und die meisten Städte haben ja solche Verkehrspläne, die müssen sie quasi nur mit den Standards jetzt, die in Europa gewollt ist, dann hochheben. Und mein letzter Punkt noch, was ich fürs Fahrrad gemacht habe. Wir haben anerkannt, dass das Fahrrad wirklich ein echtes Verkehrsmittel ist. Das war vorher in der EU nicht so. Es gab nur die Euro-Velo-Routen als nachhaltiger Tourismuspunkt quasi, aber dass das wirklich auch eine Alternative ist für den alltäglichen Verkehr und dass man aber dafür was tun muss, das haben wir wirklich reingebracht. Da hat uns diese grüne Welle mit dem Green Deal tatsächlich geholfen. Und ich habe auch ein Pilotprojekt gemacht mit der Bio-Velo-Route, wo wir von Stuttgart nach Straßburg geradelt sind und wirklich auch ausprobiert, wie man mit den modernen Navigationssysteme von heute mit OpenStreetMap, aber auch wirklich, falls es mal eine Baustelle gibt, kann man ja auch das immer wieder updaten, wie das dann funktioniert. Solche neue Radroute eben nicht mit einem Schilderwald, sondern mit interessanten Info und sich anpassenden Bedingungen quasi kann man dann eingeben. Ich bin jemand, der sportlich fährt oder ich fahre einen gemütlichen Damenrad. Wo kann ich überhaupt am besten fahren? Da haben wir noch sehr, sehr viel vor, auch bei den Euro-Velo-Routen, damit man dieses Verkehrsmittel genauso einfach wie man bei Google Map als Autofahrer immer 1000 Alternativen bei Stau oder wie auch immer bekommt. Das haben wir fürs Fahrrad noch nicht. Und da wollen wir tatsächlich auch hingehen und arbeiten auf europäischer Ebene ganz stark dran. Genau, als letzter Punkt vielleicht noch kurz von mir, dann ist meine Zeit auch erstmal rum. Ich sehe die Verkehrspolitik tatsächlich als ein Klimathema, aber es ist ja auch im Kern unserer Wirtschaft. Die Menschen und die Güter sollen sich klimafreundlich, aber auch einfach bewegen können in Europa. Das brauchen wir in unserem Europa und grenzüberschreitend und einfach. Letztendlich ist es aber auch eine Lebensqualität und eine Teilhabe für die Menschen. Das merken wir immer mehr, dass dieses Thema der Teilhabe und auch im ländlichen Raum natürlich sehr, sehr wichtig ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist eine Aufgabe, den Verkehr zu dekarbonisieren und wir machen, was wir können mit unseren 10% Sitze in der Europäischen Union. Aber letztendlich müssen wir die soziale Dimension und eben diesen Teilhabeaspekt nie vergessen. Und das versuchen wir auch bei allen diesen Passagierrechte oder solche Themen auch natürlich immer mit einzufließen. Also in aller Schnelle, was jetzt quasi europäisch war und was die letzten Entscheidungen war. Und ich freue mich sehr auf eure Fragen und Anmerkungen. Und natürlich freuen wir uns auch auf diesen Wahlkampf, der uns bevorsteht und auf die letzten Entscheidungen. Das Letzte, was wir noch zu entscheiden haben werden, gibt es im April tatsächlich das finale Okay zu den CO2-Standards für LKWs. Da haben wir leider nur 2040 quasi geschafft, 90% elektrisch oder Wasserstoff. Wir haben es also nicht wirklich geschafft, einen Verbrenner aus für den LKW zu beschließen, aber wir haben trotzdem noch ein letztes Gesetz, was wir verabschieden, was meines Erachtens in die gute Richtung geht. Und Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, liebe Anna, für diesen Ritt durch die verschiedenen Themen des Europäischen Parlaments und die Erfolge, große und kleine, die hier erzielt werden konnten. Ehe ich gleich weitergebe, nochmal an unser Auditorium, Fragen, die Ihnen und euch kommen oder auch Bemerkungen gerne in den Chat, gerne auch kurz und knapp, damit ich sie auch lesen und erfassen kann während dem Zuhören und dann hier werde ich die hier einbringen. Drei Stück sind schon bei mir eingetrudelt. Es können gern noch mehr sein. Es müssen aber auch nicht Hunderte werden, sonst verliere ich den Überblick. Aber wer Fragen hat, gerne jetzt tippen. Als nächstes gebe ich weiter an die bayerische Spitzenkandidatin zur Europawahl von den Grünen, an Andi Wörle. Ja, vielen Dank, Markus, und vielen Dank, Anna, für deinen Bericht. Es ist wirklich sehr beeindruckend, an was im Europaparlament einfach immer gearbeitet wird. Und ich bin ja aktuell noch nicht Abgeordnete und beschäftige mich am liebsten mit Finanzpolitik. Und dazu sage ich auch gleich noch was. Ich würde gerne noch mal ein paar Punkte betonen, die du auch schon angerissen hast an Erfolgen, die Grüne ja auch geschafft haben im Europaparlament. Und du hast einen Satz gesagt in deinem Vortrag: Jetzt geht es wieder in die Zuständigkeit des Verkehrsministeriums, FDP. Das hat mir nicht
nicht gefallen. Und das ist ja auch eins der Probleme, die wir irgendwie haben, gerade bei vielen grünrelevanten Politikbereichen. Und das ist gerade bei der Verkehrspolitik ja so, dass man sieht, dass man aus dem Europaparlament heraus auch Deutschland modernisiert an vielen Stellen. Und dieser Punkt Verbrenner aus, was ja auch ein grüner Erfolg war, dass man eben keine Neuzulassungen mehr hat von Verbrennermotoren. Das ist ja eine Sache, die die Konservativen wieder zurückdrehen wollen. Weber hat auch schon gesagt, ja, stellt er wieder möchte er wieder irgendwie abändern. Und das ist einfach so, so wichtig, dass wir Grüne irgendwie ein starkes Ergebnis haben bei der Europawahl, damit eben all diese Erfolge, die wir schon erreicht haben, halt auch weitergehen und auch die ganze Wirtschaft und die ganzen Industrien eben diese Planungssicherheit haben, wohin es eigentlich geht und man nicht irgendwie alle paar Jahre wieder das Rad zurückdreht. Eine Sache, die ich auch wirklich sehr beeindruckend finde als grüner Erfolg, sind ja auch schon diese Flottengrenzwerte, die angeschärft wurden, dass man bis 2040 ist es, glaube ich, korrigiere mich gerne, wenn ich was Falsches erzähle, dass man bis 2040 eben 90% klimaneutral sein muss. Alles, was auf die Straße kommt, das ist ja auch einfach ein riesiger, riesiger Erfolg. Ich würde gerne ein paar Punkte nochmal nennen, was wir im Wahlprogramm aufgeschrieben haben, was wir besser machen wollen in der nächsten Legislatur. Hast du auch teilweise schon angerissen. Aber einmal wollen wir natürlich irgendwie auch, dass viel, viel mehr Geld in den Schienenverkehr und den Ausbau des Schienenverkehrs fließt. Ich habe mir ein paar Zahlen angeschaut, dass aktuell ist es schon so, dass von den Investitionen, die in Europa so getätigt werden, aus dem EU-Haushalt, aber auch aus privaten Investitionen, gehen irgendwie 2/3 in die Straße und irgendwie 1/3 oder weniger nur in die Schiene. Das ist im Bundeshaushalt ja so ähnlich und das ist halt ein riesiges Problem, wieso man das nicht hinbekommt, dass auch der Güterverkehr auf die Schiene umgeparkt wird und die Waren eben auf der Schiene verteilt werden und nicht über diese Gigaliner, die man jetzt irgendwie auch noch ja, einfacher macht. Und das ist das, was wir als Grüne anders machen wollen würden. Und wir wollen aber auch beim Verkehr Verbraucherschutzthemen anpacken. Da hast du, glaube ich, auch schon ein bisschen mitgearbeitet. Oder vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, was da auch schon auf den Weg gebracht wird. Aber dass wir als Grüne so ein europäisches Ticketing-System wollen, damit Bahnreisen nicht nur, also erstmal Schiene ausbauen, aber dass Bahnreisen auch einfacher buchbar sind. Ich sage das in Bayern immer so, von Regensburg bis nach Rimini auf einer App einfach ein Bahnticket buchen, ohne von der Deutschen Bahn und der Österreichischen Bundesbahn und der Italienischen Bahn dann nochmal irgendwie Einzeltickets buchen zu müssen. Das wäre echt ein riesiger Erfolg und macht natürlich auch dieses Verkehrsmittel sehr viel ansprechender. Und dazu gehört natürlich am Ende auch, dass man Barrierefreiheit irgendwie schafft und die Menschen, die irgendwie Unterstützung brauchen, dass die dann auch bei Bahnfahrten unterstützt werden und dass Bahnhöfe ausgebaut werden. All diese Dinge sind ja auch, ist ja auch eine europäische Sache, die wir voranbringen wollen. Und ein wahnsinnigen Erfolg, den wir in Deutschland ja geschafft haben, ist dieses Deutschland-Ticket. Und auch das ist was, was wir auf EU-Ebene ausbauen wollen. Steht in unserem Programm, dass wir das zu einem Europa-Ticket weiterentwickeln wollen. Und im ersten Schritt erstmal, dass man mit diesem Deutschland-Ticket so in die Grenzgebiete fahren kann, um eben auch diesen grenzüberschreitenden Verkehr voranzubringen. Also ich finde, das ist wirklich ein großartiges Projekt. Wenn wir das hinbekommen, dass man das Deutschland-Ticket zu einem Europa-Ticket ausbaut und die Leute merken, wie Europa irgendwie zusammenwächst. Dann ein Punkt von Verbraucherschutz ist ja auch Fahrgastrechte stärken. Auch da kann man einiges tun, dass man die Erstattungsmöglichkeiten, wenn irgendwie Züge ausfallen, dass das einfacher wird. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und was du auch ge gesagt hast, was ich nur irgendwie unterstreichen kann, auch als Kandidatin vom Land, dass gerade bei der Verkehrspolitik das Land halt auch zusammenwächst mit der Stadt und man irgendwie die Menschen besser verbinden kann. Und das ist ja was, was wir als Grüne auch wollen, Stadt, Land verbinden und Verständnis füreinander zu schaffen und den Menschen eben Mobilität so zu ermöglichen, wie es für sie am besten passt. Und das ist, ich denke, das ist auch so wichtig in Deutschland ja vor allem einer alternden Bevölkerung, wo wir sehr viele Leute haben, die einfach gar nicht mehr, du hast gerade eben diese Führerscheinrichtlinie angesprochen, aber es gibt ja auch einfach, es ist leider so, also meine Oma ist 90, die kann gar keinen Bus nehmen, weil es einfach keinen Bus gibt, die muss dieses Auto nehmen und wenn sie nicht mehr Auto fahren kann, weil sie eben gesundheitlich nicht mehr in der Lage dazu ist, dann wäre sie einfach komplett auf ihrem alten Hof abgeschnitten.
Und von, ja, also das ist schon ein Megathema, wo es nicht nur um einfach Klimaschutz geht, sondern auch, finde ich, ist es auch an dieser Stelle so ein bisschen auch Sozialpolitik, dass man Mobilität von Menschen ermöglicht, damit sie eben soziale Kontakte pflegen können. Es gibt, ich habe vorher so eine Zahl gesagt, dass wir 2/3 unserer Ausgaben bzw. Privatinvestitionen in den Straßenverkehr investieren und viel zu wenig in den Schienenverkehr. Ihr habt ja als Europagruppe und als grüne Fraktion vor einer Weile so eine Studie aufgegeben, herausgebracht über, wie hoch eigentlich die Lücke ist bei Investitionen, die man bräuchte, um Europa klimaneutral aufzustellen. Und Verkehr ist einfach ein riesiger Baustein davon. Und ich habe mir da so ein paar Zahlen angeguckt und das sieht man einfach wieder. Am Geld scheitert eigentlich gute Politik nicht, weil es wäre gar nicht so viel mehr, was man ausgeben müsste für eine klimaneutrale Mobilität. Man müsste den größten Teil von dem Geld, was eh schon ausgegeben wird, das sind so Pi mal Daumen 700 Milliarden pro Jahr von privaten und öffentlichen Ausgaben, die müsste man eigentlich bloß vernünftig umschichten, was wir ja wollen. Wir wollen ja Geld umlenken in eben klimaneutrale Mobilität und dann noch mal so ein bisschen da drauf packen, irgendwie so 50 Milliarden EU-weit, also für alle 27 EU-Länder on top. Und dann würde man es schaffen, den ganzen Verkehrssektor komplett zu dekarbonisieren bis 2050. Ich finde schon, es ist irgendwie auch wichtig zu wissen, dass wir immer glauben, das ist so eine unmögliche Aufgabe, all diese Investitionen zu tätigen. Aber am Geld wird es auf jeden Fall nicht scheitern, weil das kann man beschaffen, sondern nur am politischen Willen, das dann am Ende auch zu tun. Das finde ich jetzt irgendwie super wichtig zu sagen. Und ein letzter Punkt, darüber haben wir noch gar nicht geredet, kommt vielleicht nochmal auch bei den Fragen auf, dass wir als Grüne ja auch Fliegen weniger attraktiv machen wollen und Bahnfahren attraktiver. Und eine Forderung von uns ist die Luftverkehrsabgabe, dass Fliegen eben eine Abgabe leisten müssen. Und dieses Geld könnte man dann auch wieder in den EU-Haushalt als echtes Eigenmittel packen, um darüber ja bessere Dinge zu finanzieren. Das finde ich ist schon, also wir haben da einige sehr gute Punkte in unserem Programm. Ich habe es vorher nochmal, also ich lese das hier immer quer, nochmal angeguckt, dann ist man selber immer erstaunt, was wir für tolle Politik eigentlich im Angebot haben. Wenn wir das alles umsetzen könnten, kriegen wir hin mit einem guten grünen Ergebnis. Und damit beende ich jetzt erstmal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Andi. Es sind schon viele Fragen eingetrudelt inzwischen. Die werde ich dann gleich stellen, nachdem der Max gesprochen hat. Also ihr könnt gerne noch weitere schreiben, aber es ist schon ein ordentlicher Schwung da. Ganz viele auch Fragen, die ich mir auch gestellt habe oder Gedanken, die mir auch gekommen sind, auch teilweise mit Bezug zur Landespolitik und Bundespolitik. Freue ich mich dann schon sehr auf die Aussprache dazu. Aber zunächst als letzter Referent, unser zweiter Kandidat aus Bayern auf der europäischen Liste, Max Wetzer. Vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf, obwohl ich kein großer Mobilitätspolitiker bin. Ähnlich wie die Andi, aber ich trete oder wir treten ja vor allem auch mit dem Thema Demokratie, Zusammenhalt stärken und Europa erlebbar machen an. Und ich habe so das Gefühl, bei Europa und Mobilität ist es ähnlich. Man muss es mal wirklich erleben, wie es sein könnte, um es wirklich wertzuschätzen. Und ich finde, du hast das 49-Euro-Ticket angesprochen, Andi. Das ist ein Riesending. Jeden Tag, wenn ich in die Arbeit pendel mit dem Zug, denke ich mir, wie krass und gut ist es eigentlich, dass ich mir nicht vorher überlegen muss, welchen Zug, welches Ticket kaufe ich mir jetzt, sondern ich steige einfach in meinen Regionalexpress oder die Regionalbahn und fahre da rum. Ich habe es auch, also ich bin an der Grenze zu Österreich aufgewachsen, da war das eigentlich, und habe da auch studiert und das war eigentlich so ein alltägliches Ding, irgendwie mit dem Radl rüber nach Österreich, irgendwie ein Eis essen oder einen Kaffee trinken oder mit dem Zug mal nach Linz fahren und Schlittschuh laufen gehen oder so. Das ist für uns so normal und ich glaube, das ist auch was, was man den Menschen auch da wieder näher bringen kann, dass es noch viel besser sein könnte. Nämlich, da komme ich zu meinem nächsten Beispiel. Ich mache meinen Sommerurlaub gerne in Griechenland und bin gerade eher darauf angewiesen, mit dem Auto und der Fähre dahin zu fahren. Und dann sehe ich manchmal so Fotos noch von früher, da stand drauf Nachtzug München Athen. Und da denke ich mir manchmal, wie schlimm ist es eigentlich, dass wir wieder in der Zeit sind, wo all diese Nachtzug, das Nachtzugsystem, das es schon mal gab,
nicht ausgebaut und verbessert wurde, sondern zurückgebaut wurde. Und ich jetzt wieder auf Auto und Fähre angewiesen bin. Und ich glaube, das ist das, was man jetzt gerade bei der Europawahl quasi nach vorne stellen muss. Europa verbindet. Und zwar alle Lebensbereiche. Und da eben die Mobilität auch als großen Freiheits-, aber auch als großen Friedensfaktor für alle Menschen quasi herauszuarbeiten und das nochmal klar zu machen. Freiheit im Sinne von Reisefreiheit natürlich. Also ich kann mit gutem Zug und auch Fahrradmitnahme im Zug in andere Länder und so weiter einfach Freiheit ermöglichen. Aber ich kann eben auch andere Länder, andere Menschen kennenlernen und das fördert Frieden und Zusammenhalt und die Demokratie in ganz Europa. Ich war vergangenen Samstag bei der Landesarbeitsgemeinschaft Inklusion, da haben wir auch über das Thema Mobilität gesprochen und da war uns auch ganz wichtig oder war dort ganz wichtig, dass man auch immer Inklusion mitdenkt. Ja? Also, dass die Nachtzüge, wenn es es mal gibt, dass die inklusiv sind und Menschen, die zum Beispiel eine Gehbehinderung haben, auch ganz einfach mitfahren können. Oder dass die Plattform, die wir wollen, wo man Zugreisen europaweit buchen kann, dass die auch inklusiv sind, dass alle Menschen darauf buchen können und da noch mehr Freiheit für alle Menschen zu garantieren. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was ich ganz auch ein ganz, ganz tolles Projekt finde, ist der Discover Europe oder ist Discover EU Travel Pass für 18-Jährige, also quasi ein Interrail-Ticket, kostenlos für alle 18-Jährigen, um einmal durch Europa mit dem Zug zu fahren. Sollten noch viel mehr machen. Ich glaube, also das machen schon sehr viele, aber es könnten noch viel mehr machen. Auch das quasi irgendwie interkulturelle Sachen fördern, andere Länder sehen, kennenlernen, wie es anders, woanders aussieht. Und auch da wäre es natürlich gut, wenn wir das Zugnetz noch weiter ausbauen und dann auch eben die Nachtzüge noch weiter ausbauen. Und es führt mich eigentlich zu einem ganz interessanten Punkt, vielleicht nochmal eine andere Perspektive. Ich sehe nämlich zum Beispiel Social Media als eine riesige Chance für die Mobilitätswende. Ich bin in einer Bubble drin, das ist mir schon bewusst als grüner Europakandidat, aber ich sehe zunehmend Videos von einflussreichen Influencerinnen und Influencern, die zum Beispiel mit dem Nachtzug von Berlin, von Hamburg, von München nach Dänemark fahren oder nach Amsterdam oder nach Paris und dann Videos drüber machen. Und die werden hunderttausendfach, manchmal millionenfach geklickt, ganz viele Likes. Menschen sagen, wie toll ist es eigentlich, dass ich das machen kann? Das wusste ich gar nicht mit dem Nachtzug nach Dänemark. Mal übers Wochenende hinfahren. Es gibt welche, die probieren, wie schnell oder wie lang brauche ich mit dem 49-Euro-Ticket von Norddeutschland nach Straßburg oder mit dem 49-Euro-Ticket nach Salzburg oder so. Und da eben auch aufzuzeigen, ich muss mir jetzt nicht ein Auto mieten. Oder ich muss nicht mit dem Flugzeug fliegen, sondern ich kann ganz einfach für 49 Euro vom Süden in den Norden fahren oder von dem Norden in den Süden. Und da ist, glaube ich, Social Media eine sehr, sehr große Chance, die wir auch noch mehr nutzen müssen. Für den Kulturpass sehe ich zum Beispiel sehr, sehr viele Videos. Für den Discover EU Travel Pass sehe ich relativ wenige Videos. Und ich glaube, da ist nochmal was, müssen wir auch, wir Grüne, dran arbeiten, auf Social Media noch präsenter zu werden. Der Wahlkampf wird jetzt eine gute Möglichkeit sein, da auf Social Media nochmal mehr herauszustellen, wie könnte es eigentlich sein und was gewinnen wir eigentlich dadurch? Weil wurde ja auch schon von allen einmal angesprochen, der Rechtsrutsch, den wir haben, der gefährdet alles, was wir schon erreicht haben und alles, wohin wir noch wollen. Da geht es nicht nur um das Verbrenner aus, das zurückgedreht werden soll. Da geht es nicht nur darum, dass Konservative und die extreme Rechte wenig Interesse an Zugverkehr haben, sondern da geht es auch darum, diese Idee von einem Europa der Vaterländer bedeutet auch, dass man halt mit dem Zug bis zur eigenen Grenze fahren kann und ab da ist dann Schluss. Oder dass es viel, viel aufwendiger, viel teurer, viel unmöglicher wird, gerade für Menschen mit Behinderungen, für Menschen, die eine andere Hautfarbe haben als wir hier in der Runde, die meisten, dadurch dann durch Europa zu reisen und dann eben zum Beispiel klimafreundlich mit Bus, Bahn oder mit dem Fahrrad. Und daran müssen wir in den nächsten Wochen stark arbeiten und das den Menschen mitgeben, dass wenn man echten Klimaschutz, echten Naturschutz, echten Artenschutz und eben auch eine echte Mobilitätswende und die vielen anderen Themen echte Inklusion haben will, muss man die Grünen wählen. Und ich weiß, das sind jetzt viele, vielleicht nicht grüne Mitglieder hier, die auch gar keinen Wahlkampf machen, aber
Am Ende muss man alle Ebenen zusammendenken. Ja, also quasi die Busse, die bei mir hier auf dem Dorf fahren könnten, fahren vor allem nicht, weil sich hier die Kommune nicht dafür engagiert, dass es irgendwie gute Verträge mit Busunternehmen gibt. Der Freistaat Bayern ist für den öffentlichen Nahverkehr zuständig. Dann kommt der Bund mit einem FDP-geführten Verkehrsministerium und auf europäischer Ebene eine aktuell starke grüne Fraktion. Und wenn wir diese ganzen Ebenen zusammen arbeiten lassen wollen, dass es wirklich für alle besser wird und diese ganzen verschiedenen Mechanismen und Schrauben besser ineinander greifen, nämlich mit dem Bus zum nächsten Bahnhof, dann vom Bahnhof zur Grenze und da ganz einfach ins nächste Land oder mit dem Fahrrad oder mit dem Bus, dann muss man die Grünen wählen. Auch wenn man nicht hundertprozentig zufrieden ist mit allem, was im Wahlprogramm vielleicht steht, vielleicht mit dem, was gerade gemacht wird, das bin ich auch nicht. Und das ist auch voll okay. Das ist in der Partei ganz normal. Aber ich bin davon überzeugt, wenn man das möchte, muss man grün wählen. Und das ist, glaube ich, auch schon so die Message und dann höre ich jetzt auch schon auf zu reden, für die kommenden Wochen. Wir Grüne wissen, was es braucht auf europäischer Ebene. Anna und die Grüne Europagruppe haben schon viel, viel erreicht. Wir wollen noch viel, viel mehr erreichen. Und dafür brauchen wir wieder eine starke grüne Fraktion, um auch zu verhindern, dass Manfred Weber und Ursula von der Leyen mit den extremen Rechten und den Demokratiefeinden im Europäischen Parlament versuchen, eine Mobilitätsrollback anzufangen. Dafür treten wir an und wir freuen uns über jede Stimme, die hilft uns nämlich sogar deutschlandweit. Wunderbar. Vielen Dank, Max, dass du zum Schluss jetzt noch den Rahmen auch noch ein bisschen weiter gesteckt hast und auch auf die Bezüge zum Freiheitsgedanken, zu der Bedrohung von rechts hergestellt hast, von der Mobilitätspolitik ausgehend. Vielen, vielen Dank. Glaube ich, sehr wichtig im Blick auf die Europawahl. Jetzt sind etliche Fragen schon eingetroffen. Wir haben noch 20 Minuten. Wenn ich das so clustere, dann ist das ungefähr so, die Hälfte bezieht sich auf Straße, LKW, Güter, und die andere Hälfte auf die Bahn. Insofern würde ich sagen, steigen wir so ein, wie Anna begonnen hat. Ich würde die Fragen in erster Linie an Anna richten, als unsere Verkehrsexpertin in der Europäischen Fraktion von den Deutschen Grünen. Und Andi und Maxi ergänzt, wenn euch dazu noch ergänzende Gedanken einfallen. Wir müssen aber kurz und kompakt bleiben, sowohl ich bei den Fragen als auch bei den Antworten bitte. Wir schauen, dass wir um 50 durch sind mit der Straße und den LKW. Und da sind mehrere Fragen eingetrudelt zum Stichwort Gigaliner, also den überlangen, schweren LKW. Das ist tatsächlich ein Thema, das mich auch beschäftigt hat in den letzten Tagen, weil ich mir gedacht habe, was kommt da auch auf Staatsstraßen und Bundesstraßen, die von bayerischen Behörden und bei Staatsstraßen bayerischen Geldern finanziert werden und bayerischen Behörden geplant und verwaltet werden, beide Bundes- und Staatsstraßen, wo wir ja wissen, dass wir in Bayern und in Deutschland tausende marode Brücken haben und überhaupt auch Fahrbahnbeläge in schlechten Zuständen. Frage an dich, Anna. Was bedeutet das für Deutschland? Und ich ergänze Bayern konkret, was jetzt da beschlossen worden ist. Ja, wahrscheinlich nicht, dass die Gigaliner überall hinfahren können, denn die passen ja gar nicht überall hin. Was heißt das dann? Oder muss das erst noch national umgesetzt werden? Und ist denn auch angedacht von europäischer Ebene, dass wenn jetzt auf die Nationalstaaten diese überlangen schweren Fahrzeuge losgelassen werden, dass es dann auch Geld für die Instandsetzung der dann stärker belasteten Straßen gibt? Ja, die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt und wir haben sie vor allem auch vehement als Argument vorgeführt. Das ist erstmal eine Entscheidung, dass die europäische Ebene sich vorstellen kann, das Parlament, dass eben diese Gigaliner, die ja schon in manchen Ländern zugelassen sind, dass sie jetzt überall grenzüberschreitend zugelassen werden können, dass sie also quasi nicht nur im jeweiligen Nationalkontext, sondern wirklich dann auch in ganz Europa zugelassen werden können. Wir haben weder eine Klausel, wer übernimmt diese Ausbaukosten und diesen schnelleren Verschliss. Ich meine, alle diese Sachen sind ja auch mit der Dopik irgendwie so normalerweise geplant, dass man so und so oft tatsächlich Brücken und Straßenbeläge und so weiter, das würde viel, viel öfter kommen. Da ist aber von europäischer Seite in dem Text des Parlaments nichts drin. Und vor allem zieht natürlich auch immer mal ein Markt mit sich. Und das ist ja das, was wir erstmal sehr negativ gesehen haben. Wenn dann einige Spediteure, Unternehmen das wollen,
dann wird der Druck sehr, sehr hoch sein, auf die Nationalstaaten tatsächlich da Geld hineinzuwerfen. Und es entzieht tatsächlich Geld, was wir aber eigentlich für den Ausbau des Güterverkehrs bräuchten. Und da erinnere ich zum Beispiel an so Sachen wie die digitale automatische Kupplung, was eigentlich gar kein großer Akt wäre auf europäischer Ebene, mal einmal zu sagen, es gibt einen Fonds und dann ist es endlich mal soweit. Das wollen ja auch die Menschen aus dem Sektor ganz lange schon und sehr, sehr dringend. Und da sehen wir wirklich einfach ein Riesenproblem, dass statt dass wir koordiniert Europa in eine Klimatechnologie investieren, wird jetzt quasi nicht von europäischer Ebene per Order dem Mufti überall das sozusagen vorgeschrieben, aber der Markt wird das dann quasi mit sich verlangen. Und es wird dann tatsächlich dann auch schwierig sein, diesem Druck dann Widerstand zu halten. Meine Hoffnung ist diesmal der Rat. Das ist nicht oft so. Der Europäische Rat, also die Verkehrsminister quasi unserer 27 Länder, die machen oft so progressive Verkehrspolitik wieder so ein bisschen zurück. Und in dem Falle hoffe ich aber, dass sie genau mit diesem Punkt, was du aufgeführt hast, Markus, dass sie sagen, stopp, die Zulassung ist jetzt schön und gut, aber es das heißt ja nicht, dass wir jetzt jegliche Bundesstraßen und Autobahnen mit diesem Standard auf einmal herrichten müssen. Das schaffen wir nicht. Und deswegen hoffe ich noch ein bisschen auf den Europäischen Rat und der Trilog und das Gesamte wird ja quasi nach der nächsten Wahl stattfinden, dass wir dann letztendlich strengere Bedingungen haben werden und dass ein Land, dass sich das nicht einsieht, das nicht machen muss. Das ist meine Hoffnung. Also wir haben quasi jetzt erstmal nur eine Parlamentsposition. Eine Nachfrage zu den Gigalinern wurde im Chat gerade noch an mich gerichtet. Fahren die Gigaliner denn dann künftig elektrisch? Ja, das wäre natürlich das, was zumindest dann reingekommen hätte sollen. Aber wir müssen sagen, die gleichen Menschen, die gleichen Mehrheiten, die Gigaliner jetzt zugelassen haben, sehen wollen, haben auch den Verbrenner aus für den LKW bitterst bekämpft. Das heißt, nein. Die Antwort ist nein. Natürlich ist das die Ausrede. Wir werden doch Wasserstoff-LKWs haben. Wir werden elektrisch betriebene große Gigaliner haben. Deswegen lasst die Technologie offen. Ich kann es nicht mehr hören. Das ist ganz, ganz schlimmer Argumentationsstrang, weil letztendlich führt es dazu, dass wir wieder Geld in die falsche Technologien, die Ordnungsrahmen passt nicht. Und zum Schluss, wenn wir eben nicht gemeinschaftlich für das Gemeinwohl in einem Güterverkehrssystem investieren, das auch mal sagen, Flexibilität und Zuverlässigkeit anbietet und das andere sich aber dann durch unsere Straßen, also quasi dazwischen schleudern kann, werden wir da einen Sog haben, den wir eigentlich gar nicht haben wollen und der langfristig schädlich ist. Vielen Dank, Anna. Ich darf noch einen Hinweis nachreichen. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass es bei jemand so geklungen hat vorher, als gäbe, würde auch im Bundeshaushalt mehr Geld für die Straße als für die Schiene ausgegeben werden. Und aktuell steht im Bundeshaushalt Deutschlands tatsächlich mehr für die Schiene drin als für die Straße. Zum Ein ersten Erfolg Mal. grüner Politik erstmals, genau gemeint. Also ich habe so verstanden, es ging uns ja aber um die europäische Ebene, die mehrfach angeschnitten wurde. Und da ist es tatsächlich so, dass wir mehr Ausgaben für die Straße haben als für die Schiene. Übrigens auch im bayerischen Staatshaushalt, wenn wir mal beiseite lassen, dass der Freistaat wie alle Bundesländer einen Haufen Geld vom Bund für die Organisation des Schienenpersonennahverkehrs kriegt. Das ist ja aber kein eigenes Geld. Genau. So, kurz bleiben wir aber noch bei der Straße. Du hast es eigentlich gerade schon mit beantwortet. Es gibt noch die Frage, warum wir so sehr gegen die synthetischen Kraftstoffe sind, weil wäre das nicht, ich nehme die Teilfrage 2, aber wäre das denn nicht wichtig für die deutsche europäische Automobilindustrie, dass wir da über 35 hinaus noch eine Tür offen halten, weil ja auch die synthetischen Kraftstoffe zwar nicht sauber, aber immerhin klimaneutral sind. Die Sein Frage reiche könnten. ich weiter. Ja, also ich bin per se auch nicht, dass man mich falsch versteht, auch für Technologieoffenheit. Wer bin ich, um zu entscheiden, welche Technologie die beste sein wird in 20, in 30 Jahren? Wir müssen wirklich da auch demütig sein. Wir können manchmal gewisse Sprünge nicht erahnen. Was wir aber natürlich sehen können, ist, dass wir E-Fuels tatsächlich, um sie in der kompletten Kette Energie und ressourcenneutral und auch nicht schädlich für Grundwasser oder was auch immer zu produzieren, brauchen wir gerade enorm viel Kapazität, um ganz wenig zu produzieren, mit also einem extrem schlechten
Effizienzgrad von Energie und auch von Naturkapital insgesamt. Wir wissen aber, wir werden sie dennoch brauchen für Anwendungen, wo wir noch keine andere Lösung bisher haben. Und das ist tatsächlich das Fliegen und es ist auch in absehbarer Zeit tatsächlich die ganz viel großen Schiffe, wo wir unsere Güter über den Globus hin und her schippern. Die Frage, wie sich der weltweite Handel entwickeln wird, kann ich jetzt hier nicht beantworten, aber es ist Fakt, wir werden da, wenn es die E-Fuels gibt, es wird ein enormer Sog brauchen. Und da, wo wir aber andere Technologien haben, die viel energieeffizienter sind, dann ist es komplett verrückt, letztendlich zu sagen, da wollen wir aber die E-Fuels auch noch benutzen, weil wir nicht wandeln wollen. Und wir sehen ja auch mit der Automobilindustrie, für die Pkw und auch für die Kleinstlaster und sogar die mittleren Laster ist auch die Batterietechnologie schon da. Und vielleicht wird es noch Anwendungsmodelle geben für Wasserstoff, obwohl ich da auch recht skeptisch bin. Aber für die E-Fuels sind das vielleicht mal ein paar, keine Ahnung, Oldtimer oder irgendwelche sehr besonderen Bergungsgeräte oder das Gros auch der Landwirtschaft und Baumaschinen wird elektrisch werden, ja. Und die E-Fuels müssen wir für Sonderanwendungen aufbewahren, wo wir keine Alternative haben. Und dieses Versprechen, wir können eigentlich alles weitermachen und unsere tollen Ottomotoren, der ja so super, ein super Technologieprodukt ist, muss man sagen. Wir basteln ja auch schon, ich komme ja aus Stuttgart seit 100 Jahren dran. Natürlich ist es ein tolles Ding. Und natürlich in Bayern gibt es ja auch tolle OEMs, aber nichtsdestotrotz, wir sollten das, was möglich ist, in der ökologischen Transformation so schnell wie möglich machen und dann nicht irgendwelche Nebelkerzen mit den E-Fuels herumwerfen. Das ist dann meine Meinung. Vielen Dank. Der schließe ich mich an, liebe Anna, deiner Meinung. Wir kommen von den Lkw weg und bleiben noch ganz, ganz kurz bei der Straße für eine Frage, wo es um Lärm geht. Da war ich auch erst neulich mit dem ADAC beieinander gesessen und wir haben verzweifelt beratschlagt, was wir da machen können. In der Landespolitik leider nichts und da geht es um Fahrzeuglärm, unter anderem Motorräder oder insbesondere Motorräder. Es wurde die Frage gestellt, für KommunalpolitikerInnen und Menschen vor Ort ist der Verkehrslärm natürlich ein wichtiges Thema. Gibt es Bestrebungen der EU, endlich eine Obergrenze für den Fahrzeuglärm festzulegen, oberhalb derer ein Fahrzeug nicht mehr auf öffentlichen Straßen betrieben werden darf, ich ergänze, oder zugelassen werden darf, zum Beispiel Pkw bis 70 dBA, Motorräder und NFZ bis 76 dBA oder welche auch immer, ja, oder eine zulässige Höchstgeschwindigkeit damit korrespondierend. Bestrebungen gibt es, das ist Umweltthema, weil das Emissionsgesetz quasi wäre, Lärm zählt zu Emissionen. Wir haben jetzt zwei Anfragen nochmal gestellt. Ich muss zugeben, in dieser Legislaturperiode hatten wir den Hauptmerkmal auf das Thema CO2 und Biodiversität, wobei das Thema Biodiversität auch zum Schluss mit dem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur auch schwächer ausgefallen ist. Aber die anderen Emissionen, die noch nicht wieder angestoßen waren, sind in dieser Legislaturperiode kaum angestoßen worden, obwohl wir immer wieder tatsächlich das Thema Lärm und auch Gesundheit da nach vorne gestellt haben. Wir erwarten 26 oder 27 Texte, die uns wieder da ermöglichen, mal strenger zu werden. Und auch die neuesten Studien, was Gesundheitsschädigung und Neurologie angeht, auch nochmal wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Schiene. Da sind auch etliche Fragen eingegangen. Drei, glaube ich, sogar zum Thema Ticketing, europäisches Ticketing. Eine mit dem Zusatzthema Barrierefreiheit und international mobil sein. Genau, also wie kommen wir zu einem europaweiten Ticketing? Ist da im Bahnverkehr ist da etwas geplant? Wie kommen wir da zu Fortschritten? Denn momentan ist das Ganze ja ein Desaster, wenn man sich internationale Fahrscheine kaufen will. Das ist ja teilweise nur noch mit Spezialbüros zu handeln. Wenn man durch mehrere europäische Länder will und dann gelten natürlich die Fahrgastrechte nur bedingt, wenn dann das eine Unternehmen, nationale Unternehmen Verspätung hat, dann brauchst du im nächsten eine Anschlussreservierung und dann kannst du die, falls reservierungspflichtige Züge sind, nicht mehr kriegen, weil die Züge voll sind und dann stehst du da und der Reisende ist der Depp. Und konkret noch, also wie kann man das verbessern und was ist da geplant oder zumindest von grüner Seite geplant? Erwähnt hattest du das Thema ja auch in deinem schnellen Ritt. Und noch der Zusatzaspekt für Menschen mit Behinderung. Inwiefern wird da eben die Barrierefreiheit für Reisende mit Behinderung mitgedacht? Zum Beispiel auch eine grenzüberschreitende Anmeldung
von Umsteigehilfen, die ja in Deutschland punktuell vorhanden ist und funktioniert. Ja, ich hab ja meinen Hintergrund, als ihr vorhin über Nachtzüge und die Nachtzugkarte quasi gesprochen habt. Ich Ja, wollte auch diesen feiere ich kleinen sehr. Werbeblock machen. Ich weiß gar nicht, das klappt ja gar nicht. Aber man kann natürlich die Nachtzugkarte auf Englisch, die ganz neue oder die deutsche auf meiner Webseite auch bestellen. Da kann man träumen. Da kann man ja auch sehen, dass wir die Nachtzugverbindung tatsächlich, die den richtigen einen Down hatten, wieder jetzt von 100 auf 200 Beziehungen in ganz Europa geschafft haben, auch wenn viele ehemalige Verbindungen immer noch nicht wieder befahren werden. Also wir steigen da wieder ein und ehrlich gesagt, die Generation von Max ist da auch am Nachfragen und das tut gut, weil da kommen wieder die neuen Verbindungen. Ich habe mal mein Thema, habe ich ja grenzenlos sauber mobil genannt. Also genau das, was wir jetzt besprechen. Ich möchte, dass die Menschen keine Barrieren, keine Grenzen im physischen, in ihrer eigenen sozusagen Mobilität oder auch in den europäischen Grenzen, dass sie da überwindbar sind. Und natürlich sollten wir auch sauber und mobil zu sein. Und wie konnte ich das auch nicht erwähnen? Aber das war dann auch gut, weil dann gibt es jetzt auch Raum für die Frage. Wir haben jetzt ganz zum Schluss das MDMS gehabt. Das ist das Multimodale Digital Services Act. Also quasi die Tatsache, dass wir digitale, grenzüberschreitende multimodales Ticketing wollen. Da habe ich ja auch ganz, ganz viel dran gearbeitet, habe da sehr, sehr viel genervt in der Kommission zu diesem Ticketing. Und wir haben tatsächlich einen sehr, sehr guten Text. Leider sind wir jetzt nicht weitergekommen mit der Parlamentsposition. Das war in dem Schlussritt jetzt nicht nochmal möglich, auf die Tube zu drücken, auch wenn der Text quasi offiziell da ist. Das wird eins der ersten Texte, die ich hoffe, in der nächsten Legislaturperiode dran ist. Und was wir da machen können und auch schon natürlich versucht haben, Mehrheiten zu kreieren, ist, dass wir erstens die Passagierrechte quasi so stärken, dass man tatsächlich, wenn man einen Zug nicht bekommt, dass man einfach auf dem nächsten gehen kann, egal von welcher Firma. Egal. Also es heißt Hop on Next Train. Und dann sind die Firmen quasi gezwungen, also die Bahnoperatoren gezwungen, sich das Geld dann quasi wieder herzuholen, weil jemand mit denen gefahren ist, obwohl das Ticket für was anderes geplant war. Das wäre natürlich ein Riesenschritt. Ihr könnt euch vorstellen, in diesem halbliberalisierten Bahnsektor sind nicht alle happy, weil sie denken, das macht sehr, sehr viel Arbeit, an das Geld wieder ranzukommen. Aber wir sagen, ordnungspolitisch sollte das möglich sein. Und was natürlich jetzt auch sehr, sehr wichtig wäre beim multimodalen Digital Service Act, also bei diesem Ticketing, ist, dass man tatsächlich dann die ganzen Verbindungen in Europa eingeben kann in allen Plattformen, aber dafür müssen die ganzen Operatoren ihre Daten alle hergeben. Und bisher ist es so, dass wir einen quasi halbliberalisierten Markt haben. Und ihr habt es vielleicht schon mal selber gemerkt, wenn ich mir von, keine Ahnung, Stuttgart oder München nach Paris ein Ticket gucke, manchmal bekomme ich auf der App der Deutschen Bahn ein tolles Angebot und auf der französischen App gibt es es gar nicht, viel zu teuer. Andersrum, manchmal kriege ich auf der französischen Seite ein tolles Angebot und auf der deutschen App gibt es das nicht. Und das hat damit zusammen, dass die einzelnen Bahnoperatoren quasi ihre Geschäftsmodelle machen und ihre Kontingente oder was auch immer, aber sie ihre Daten nicht teilen, weil sie ja letztendlich denken, ja, in Frankreich 3 Monate vorher, dann machen wir 2, 3 Wochen vorher. Also sie haben quasi ein bisschen ihre kommerzielle Küche und das wollen wir unterbinden. Wir wollen, dass die Nutzer und Nutzerinnen des gesamten Systems alle Informationen und alle Angebote immer haben und tatsächlich auch die Echtzeitangebote und die ganzen Tickets, damit das dann in diesen gemeinsamen Plattformen zu sehen ist und dass man dann auch mit den Passagierrechten idealerweise von jeglicher europäischen Stadt zu einer anderen einfach ein durchgehendes Ticket hat und nicht nur das durchgehende Ticket an sich, sondern auch die Rechte eben mit diesem Hop-on-Next-Train auch hat. Also das ist unser großer Plan. Da muss ich sagen, da arbeiten wir auch gut mit der FDP zusammen. Mal auch ein positives Thema, wo wir mit unseren Freunden der Liberalen gut in diesem digitalen und mal sagen Vereinfachung. Und da werden wir aber ordnungspolitisch, das Gejammer ist groß, die Bahnoperatoren sagen, das ist irgendwie zu kompliziert, das ist zu teuer. Letztendlich sind aber einige haben gemerkt, wenn sie nur blockieren, immer mal, werden wir nicht weiterkommen mit der Bahn als Game Changer für den Klima. Die müssen einfach auch mitmachen und sagen, das Gesamte stärkt auch das Gesamte, ja. Und dann kommt dann auch sozusagen die Kraft nach mehr Geld und Investitionen. Und da merken wir, das ist so was ich gelernt habe in den paar letzten Jahren, die Flugindustrie,
Die sind bitterböse zueinander. Aber wenn die gemeinsam auftreten in Brüssel, sind sie stark und treten auf für diesen gesamten Flugverkehr und ziehen echt durch. Und die Bahner, naja, die sind manchmal bescheiden, manchmal verstritten. Und statt zu sagen, wir sind das System Bahn und wir wollen was, ja, zum Beispiel Net Zero Industry Act, da wollte ich unbedingt mehr Industriegelder für die klimaneutrale Bahn rein. Da haben sie sich wieder so ein bisschen zerfaselt, was denn das Wichtigste wäre, und zum Schluss haben wir wenig reinbekommen. Also einfach auch so ein Appell. Man muss an sich auch ein System, auch wenn es schwierig ist und ein bisschen auf Kante und ein bisschen marode gefahren ist, trotzdem an die Zukunft glauben, und wir unterstützen so arg, wie wir können. Fein. Super, wir sind ziemlich am Ende, aber ich habe noch zwei spannende Fragen. Eine ist eine kleine Detailfrage, die vielleicht, wo nicht alle Bescheid wissen, aber sie kommt von hoher Stelle vom VCD-Bundesverband. Alexander Kaas-Elias ist in Funktion, darum darf ich den Namen datenschutztechnisch, denke ich, sicher nennen. Er hat zu dem MDMS nachgefragt, zu den Multimodal Digital Mobility Services. Vielleicht könnte es noch kurz die Teilfrage beantworten, welche Chancen gibt es, dass diese Sache in der neuen Wahlperiode kommt? Ganz kurz. Ich hoffe, dass sie kommt. Die Kommission jetzt hat uns das versprochen. Der Text ist ja quasi ja schon veröffentlicht worden und liegen gelassen. Wir hatten da versucht, als der neue Kommissar in Funktion trat, Herr Ökstra, das in dem Paket mit reinzuverhandeln. Er hat es aufgenommen, aber dann hat er gesagt, das machen wir direkt nach der Wahl. Also ehrlich gesagt, wir hoffen, dass es drin bleibt. Wie gesagt, wir haben da eine gute Mehrheit mit Verkehrspolitiker aller Länder in der Renew, also bei den Liberalen und bei der SPD und sogar auch Teile der konservativen Partei. Ich bleibe dran, dass diese Mehrheit direkt ja, im Juli wieder an die Tür klopft, der neuen Kommissarin oder Kommissar für Verkehr. Wir werden da nicht locker lassen. Wir haben zu viel schon rein investiert in das Thema, als wir Super, das fallen dann lassen können. das hoffen wir auch. Wunderbar. Und jetzt kommen wir langsam Richtung Nacht. Und ehe ich noch einen kleinen Terminausblick auf die nächsten Webinare gebe, noch eine Frage zum Thema Nachtzüge. Ganz zum Schluss passenderweise, die finde ich sehr spannend. Zu den Nachtzügen, werden diese von der EU schon gefördert oder ist eine solche Förderung geplant? Und dann wird noch gefragt, diese sind aktuell ja noch unwirtschaftlich. Da darf ich eine Klammer einfügen. Naja, teils, teils. Die ÖBB macht gutes Geschäft damit und expandiert massiv mit ihrem großen Nachtzugnetz als eigentlich kleines Land. Klammer zu. Gibt es da schon Konzepte, wie man sie vielleicht auch tagsüber besser nutzen kann oder wie sie von der EU eben gefördert werden können? Als letzte Frage an dich und euch. Also man kann teilweise, wenn Nachtzüge so bestellt werden, dass die auch gewisse Verbindungen, die sonst nicht fahren würden, über die Nacht als, mal sagen, systemrelevant gesehen werden, darf man tatsächlich PSOs, das sind Personal Service Obligation, Gelder hinein sozusagen fließen lassen. Das macht eben die ÖBB. Ist es nicht ganz unproblematisch, mal sagen, einige sehr Startups aus Skandinavien zum Beispiel sagen, das ist unfair, sie arbeiten ohne. Wir finden aber ehrlich gesagt, alles, was dem Gemeinwohl dient, sollte diese PSOs bekommen. Und wir arbeiten quasi daran, dass es offizieller ist, dass man es fördern kann und dass man nicht solche halbgaren Konzepte nutzen muss. Es gibt noch keine aktive Förderung. Wir haben in gewissen Budgetlinien im MFF, wenn es um Klimagelder geht, gesagt, wir würden gerne poolen, was das rollende Material angeht, weil für natürlich neue Zugänge im Markt ist es extrem teuer, so einen Nachtzug erstmal entweder umzugestalten oder quasi sogar im Auftrag zu geben. Da wir keine wirkliche Nachtzugstrategie haben, ist es auch schwierig für die großen Bahnunternehmen jetzt langfristig, dauert ja 6 bis 7 Jahre, bis so eine neue Serie ist, dann quasi, na, bei den Stadler, Siemens und alles noch in dieser Welt. Kann man nicht einfach sagen, macht mir mal was, wenn es nicht klar ist, dass die Bedingungen das hergeben. Das heißt, wir haben jetzt auch mit der Frau von der Leyen tatsächlich verabredet, dass wir eine echte Nachtzugstrategie, da haben auch die Verkehrsminister unter Umständen von Österreich und auch sogar von Deutschland mit unterschrieben, dass wir wirklich da strategisch vorgehen sollen, weil sonst wird es sehr schwierig sein, auf das nächste Level zu kommen. Also wir hoffen, dass die Nachfrage nochmal geboostet wird, dadurch, dass wir bessere Bedingungen machen. Bisher, wie gesagt, ist die Förderung sehr gering und mit dem Net Zero Industry Act haben wir es versucht, haben wir aber jetzt nicht konkret was reinbekommen.
Fantastisch, wunderbar. Der kleine Ausblick noch auf die nächsten Webinare. Wir bleiben nämlich beim Thema Bahn. Am 18. April um 6:30 begrüße ich Professor Christian Böttger, den ihr bestimmt aus dem Fernsehen und vielen anderen Medien kennt. Ein ausgewiesener Bahnexperte bundesweit und darüber hinaus von der HTW Berlin mit dem Thema Warten auf die Bahn, wie weiter im Zugverkehr. Beim übernächsten Webinar, da steht der Termin noch nicht, werden wir uns mit kommunaler Mobilitätsplanung beschäftigen. Was können kommunale MobilitätsmanagerInnen leisten vor Ort für die Verkehrswende vor Ort? Und beim überübernächsten mache ich eher als Kreisrat als als Abgeordneter einen Workshop für also für KommunalpolitikerInnen, die die Verkehrspolitik vor der bald anstehenden Kommunalwahl in Bayern nochmal pushen wollen. Das ist der Ausblick auf die nächsten drei. Also konkret merken könnt ihr euch schon den Böttger. Ich glaube, das ist Professor Böttger, Entschuldigung, ist ein, glaube ich, ein Highlight in unserer Reihe am 18.04. um 6:30. So, damit sind wir durch. Vielen, vielen herzlichen Dank an das Auditorium für die konstruktiven, guten, interessanten Fragen und fürs Dabeisein und fürs Interesse, fürs Wiedereinschalten. Und noch mehr Dank an mein Team für das Organisieren dieses Webinars mit der Bewerbung, mit der Technik, der Gewechselten und allen drumherum, insbesondere Nais Schuster-Brandis, meine Mitarbeiterin. Und der allergrößte Dank geht natürlich an unsere drei Referentinnen, an Anna Dipane-Grünenberg, unsere Europaabgeordnete für Verkehr, und Andi Wörle und Max Retzer, die beiden Kandidierenden aus Bayern zur Europawahl. Und euch allen dreien und uns in Grünen insgesamt wünschen wir viel, viel Glück und Erfolg bei der Europawahl. Bis dahin haben wir noch einen sportlichen Wahlkampf vor uns. Ich glaube, die Stimmung dreht sich jetzt zum Positiven, mindestens in Deutschland, auch in anderen Ländern. Das Grünen-Bashing hat sich ausgetobt. Jetzt startet Grün wieder durch und wir werden ein super Ergebnis einfahren, das euch in die Parlamente spült wieder. Also, schönen Abend euch und bis bald. Ciao. Danke. Wiederschauen. Danke.